Gut. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Ich begrüße euch hier beim neuen Larry. Larry Lava. Gut. Was haben wir? Sieht gestern alles gut. Das sind Dinge, die was wir uns schon bereits besorgt haben. Der Larry Lava. Gut. Muss ich mal anmachen. Machen wir ein Stündchen Larry Lava. Machen wir ein Stündchen Larry Lava. Okay. Das Rohr müssen wir da. Das Space-Tasten kannst du euch das alles anschauen. Auch. Dahin, Flyer. Hier wurde mal die Wand erneuert. Aha, du Schlammer. Ich weiß nicht, ob wir da schon rauf dürfen. Das ist natürlich jetzt ein guter. Super. Was ist da? Bei dir. Okay. Okay. Ich würde mal sagen. Das ist einmal die Braumaschine. Damit braut Lefty sein Barbarenbräu. Das unter sind die Taxis. Und ein Unter kann nur auf der Straße gerufen werden. Ich liebe sie jetzt schon. Hoppala. Sorry Leute, verdrückt. Ich liebe sie jetzt schon. Das geht ja übel. Aber in meinem Bett würdest du ähnliche Geräusche machen. Ey, kann ich dir irgendwie helfen? Alles fit im Schritt? Alter, ist da wer? Naja. Alles fit im Schritt? Naja. Ey, kann ich dir irgendwie helfen? Alter, ist da wer? Alles fit im Schritt? Alles fit im Schritt? Hey Leute, wie geht's euch? Becky, bist du das? Ich bin hier nicht so mega drauf, eher down, weil hier so hart gefeiert wird. Das macht mich fix und fertig. Aber ich bin gleich wieder am Top und werde dann zu den anderen Party-Peoples rausgehen. Also, wenn ihr weiter dranbleiben wollt, was das Nightlife heute bringt, hier in der geilsten Location von New Lost Wages, dann klickt da unten auf Abonnieren und schreibt in die Kommentare, wo ihr heute crazy abfeiert. Hier, das ist Becky. Warst du das? Hast du mir was in den Drink gemixt? Du hast es verdient. Du solltest Lefty verklagen. Natürlich nicht. Solltest Lefty verklagen oder du hast es verdient. Haha. Naja. Natürlich nicht. Ich glaub dir kein. Bist du bald fertig? Ich muss mal drängen. Kannst du mir mal Toilettenpapier rausgeben? Würgende Frauen machen mich irgendwie scharf. Hahaha. Plaudern wir später weiter. Würgende Frauen machen mich irgendwie scharf. Würgende Frauen machen mich irgendwie scharf. OMG, das ist ja abartig. Yeah, baby. Is back. Bist du bald fertig? Ich muss mal dringend. Bist du bald fertig? Ich muss mal dringend. Geh weg! Das dauert noch. Ja.
Klopapier rausgeben? Um Gottes Willen, das brauche ich alles selbst. Aber das bleibt unter uns. Ich bräuchte eine Unterhose. Warum brauchst du? Ich will nicht darüber reden. Ich Warum wollen denn die Leute sich in Unterhosen besorgen? Er hat sich angeschissen. Er hat sich voll angeschissen, wahrscheinlich. Das Höschen. Oh. Danke, ein Glück. Den hat sie früher geschissen. Ist noch was? Das Toilettenpapier. Bitte. Oh. Ey, das ist nur eine leere Rolle. Ich habe alles gebraucht. Würdest du dich bitte aus dem Staub machen? Ich will mich umziehen. Wo bin ich? Papierrolle, Larry. Ja, ist schon wieder alles aufgebaut? Ja. Komisch. In letzter Zeit ist das immer ruckzuck leer. So, es ist ein Geheimnis, dass wir niemals aufgeben werden. Vielleicht hat das etwas mit der Bräu, aber. Das ist ein Geheimnis, das wir niemals aufklären werden. Kannst du mir einen Gefallen tun und das Toilettenpapier auffüllen? Es ist gerade eine neue Lieferung eingetroffen. Du findest alles im Hinterzimmer. Oh. Zugbockstücke. Ah, das ist Zimmer. Oh. Okay. Wäsche kommt im Hinterzimmer, hat er gesagt. Aber man riecht auf. Ja. Das ist was? Das muss das Toilettenpapier sein, von dem Lefty geredet hat. Also warte mal, was haben wir da hinbekommen? Ah ja, die leere Papprolle. Die Papprolle, also da ist meistens dann so, dass da eben ein Rufzeichen ist. Aber ja. Also dann nehmen wir sich halt einen gewissen Vorrat. Krassiges Toilettenpapier. Damit bin ich vorerst fertig. Kratziges Klopapier. Wahnsinn. Gut. Ach Gott, nein. So. Warte mal, was müssen wir da? Weichspüler. Über die Papprolle schütten, naja. Papprolle. Perfekt. Ich nenne es den Po-Schmeichler. Weiches. Okay. Ach ja. Ach, Larry, das mit dem Toilettenpapier kannst du jetzt auch vergessen. Das Klo hat es nicht überstanden. Ja. Es hat schon viel erlebt in all den Jahren, aber das war zu viel. Diese Becky ist jetzt auch verschwunden. Ich soll ihr ausrichten, dass sie dich nie wiedersehen will.
Okay. Mülltüte. Hm. Hat Becky vielleicht? Ja, sie hat ihr Höschen da reingeworfen. Das gibt's so nicht. Ja, hat sich früher geschissen und hat es da nicht da. Es gibt so nicht. Jetzt nehmen wir sie die Scheißhosen, oder? Ich möchte da nicht reingreifen. Ja, das denke ich mir, ey. Das tut doch nicht rein. Ich möchte da nicht reingreifen. Oh, ja. Ach Gott. Ich möchte es zumachen und dann nimmt du es erst. Es ist ein Wahnsinn, das Spiel. Okay. Sonst noch was, ehrlich. Das ist gleich geblieben. Wahnsinn. Gut, eigentlich müssen wir für die Trotteln alles haben. Ich brauche das Höschen und das. Gut, das heißt, ich glaube, er wollte das da finden, ey. So was her. Das ist kein, er was, glaube ich. Hast du nicht gesagt, du willst das Höschen nur als Beweis, dass ich ein geiler Aufreißer bin? Klar, ich rieche nur zur Sicherheit daran. Und das Toilettenpapier ist so weich. Jetzt war die unten, glaubt das wirklich. Was davon ab? Ich schätze, Alter. Diese zwei Idioten. Er kriegt auch geschissene Unterhose und ich krieg den Körper mir wieder wegschmieren und der glaubt wirklich, ich schätze mich gar nicht da. Mist und der Banner. Okay. Ihr wolltet mir doch bei diesem Timberding helfen. Aber natürlich. Wir geben dir jetzt alle Tipps. Dann fliegen wir mehr Muschis zu, als du vögeln kannst. Aber lass uns auch noch ein paar übrig. Gib mir mal dein Pfeil. Wenn du irgendwas an meinen Einstellungen änderst, hacke ich dein eigenes Pfeil und veröffentliche deinen Browserverlauf. Wenn ich dir das perfekte Profil einrichten kann, musst du mir ein paar Fragen beantworten. Klar. Name? Larry Laffer. Spitzname? Sexmaschine. Stendermann, Stefan. Oh, wie. Ja, was weiß ich. Was weiß ich. Sexmaschine. Nicht erwartet, Alter. Schwanz, ich scheiß mich an, Alter. Ich scheiß mich an, Alter.
Slenderman, Stefan. Du bist... Sex Machine. So haben sie mich in der Grundschule genannt. Beruf? Kunili Gust. Spiele. Frauenversteher. Frauenversteher. Ich trage einfach ein T-Spezialist ein. Darauf stehen die Frauen. Ja, und steigen sie deswegen aufdauernd nach. Was ist dein Motto? Deine Tagline? Hallo, ich bin's. Kommst du öfter hierher? Ich habe wirklich keine Geschlechtskrankheiten. Ist an dir auch alles echt? Ich habe den Schlüssel zu deinem Herzen und den Penis zu deiner Vagina. Ich habe den Schlüssel zu deinem Herzen und den Penis zu deiner Vagina. Das passt zu dir, Alter. Mal nachrechnen. Das müsste 69 sein, volljährig. Legal in den meisten Bundesstaaten. Mann ist so jung, wie man sich fühlt. Darf ich auch aber auch abrunden? Der Reiterschüssel 69. Wenn man mal so das ausdenken, er war ja im Tiefschlaf oder irgendwas. Er war schon damals. An die, naja, mittlerweile ist das Spiel 30 Jahre alt. Naja. Man ist so jung, wie man sich fühlt. Bleiben wir realistisch. Nehmen wir 39. Lieblingstier? Aha. Muschi. Muschi. Meine Astrologin sagt, das wäre mein Krafttier. Eigene Genderzuordnung? Ich schaue jetzt nicht in meine Hose. Ich schaue jetzt nicht in meine Hose. Ich trage Mann ein. Aber mit Anführungszeichen. Sexuelle Ausrichtung? Bitte, Alter. Alles also Monchichi, je nachdem welche Hand frei ist, ich schätze es mir auch. Ich bin da nicht wählerisch. Ich bin da nicht so wählerisch. Okay, ich trage mal bisexuell ein, dann hast du die meisten Möglichkeiten bei Zimmer. Naja, ihr seid die Profis. Lieblingsstellung? Hm. Egal, Hauptsache Sex. Sagen wir lieber Scroomicom. Das ist gerade in. Okay. Jetzt nur noch das Profilbild. Zeig dich mal von deiner Schokoladenseite. Perfekt. Wenn das kein beeindruckendes Profil ist, weiß ich auch nicht weiter. Was mache ich jetzt mit diesem Timber? Wenn jemand zu deinem Profil passt, wird die Person als Kontaktvorschlag angezeigt. Und dann kannst du die Bilder nach links wischen, wenn du sie nicht magst. Oder rechts, wenn sie dir gefallen. Wenn dich eine Person mag, wird sie dir unter Matches angezeigt. Auf der Unterkarte werden dir deine Matches angezeigt. Auch diejenigen, die du zunächst weggewischt hast. Und dann bekommt man Punkte? Ich brauche 90, damit Faith mit mir ausgeht. Dann mal viel Erfolg dabei. Plun hat einen komplizierten und streng geheimen Algorithmus im Timber eingebaut, der deine Punktzahl bestimmt. Dabei wird die Anzahl deiner Kontakte, die Qualität deiner Kontakte, die Sexhäufigkeit und die Sexqualität bewertet. Außerdem bewerten alle Timber-Mitglieder sich gegenseitig. Ein gut verlaufenes Date gibt mehr Punkte. Die App bewertet Häufigkeit und Qualität von meinem Sex? Wie macht sie das? Das fragen wir uns schon länger. Nochmal langsam. Ich muss mit möglichst vielen Frauen Sex haben, um an meine Traumfrau Faith ranzukommen? Ja, so könnte man das formulieren. Oh Gott. Wow, das 21. Jahrhundert ist super. Hey Larry? Ja, Süße? Ich habe neue Vorschläge für dich auf Tinder. Aha, das Profil funktioniert. Die Frauen fliegen auf mich, wie erwartet. Macht euch bereit, Ladies. Hier kommt Larry Leffer.
Wie? Was ist mein aktueller Score? 5. Es ist ein Anfang. Nur noch 85 Punkte, Faith. Bald haben wir unser Geld. Was für ein Spinner. Oh, ja, ja. Das ist, glaube ich, das, oder? Ja, gehen wir mal auf die Straße. Du hast neue Matches ab Timber, Larry. Keine Sorge, die auf dem Foto ist meine Ex. GoPro 20. Dick Ryder, Lemmy Talese oder Aaron Brooks. Das hier, das hier, das hier. So. Tja. So, da müssen wir drauf gucken. Okay. Nicht schlecht. Da ist er rüber. Das ist so sweet. Oh, der Ausdruck hier. Ist ja Wahnsinn. Hey, Moment mal, das Gesicht kenne ich doch. Sag mir bitte nicht, dass du mein verlorener Sohn bist. Ich weiß nicht, außerdem hat sie selbst angefangen. War ich betrunken, dann zählt's nicht. Sag mir bitte nicht, dass du mein verlorener Sohn bist. Du hast in deinem Profil vergessen zu erwähnen, wie schlagfertig du bist. Profil? Du meinst, wir sind bei diesem Timber befreundet? Genau. Aber von mir aus können wir mehr sein als nur Freunde. Beste Freunde? Das natürlich gerne auch. Aber mit Benefits. Ich war noch nie auf einer Benefizveranstaltung. Kann man da Reis tragen? Dein Outfit ist absolut zeitlos, Hübscher. Meine Sensoren sind besser als die Augen dieses Kerls. Dein Profilbild andererseits, es wird dir gar nicht gerecht. Der kann froh sein, dass er nicht weiß, wie es unter der Gürtellinie aussieht. Pass auf, ich mache dir ein tolles Angebot. Ich tue mich mit deiner Route verkuppeln, wirst du mir deine Frisur verpassen. Willst du mich mit deiner Mutter verkuppeln? Verlockender Gedanke, aber nein. Wie wäre es, wenn ich für dich ein ordentliches Fotoshooting organisiere? Wozu soll das gut sein? Profile mit professionellen Fotos erzielen 86,8% mehr Matches auf Timber. Okay, soll ich mich gleich ausziehen? Vielleicht nicht sofort.
Zuerst müssen wir eine romantische Grundstudieaufnahme finden. Keine Sorge, Romantik liegt mir im Blut. Daran besteht kein Zweifel. Sag mir Bescheid, wenn du eine Idee hast, wo wir uns ablichten. Die Dame sieht so alt aus, dass ihre ersten Dildos vermutlich noch aus Stein geschnitzt waren. Was geht's? Beeindruckende Auswahl, Klinik. Ich gehe davon aus, dass du alles auf Herz und Nieren getestet hast. Ich kann mir später nicht wegstehen. Beeindruckende Auswahl, Gnädigste. Ich gehe davon aus, dass du alles auf Herz und Nieren getestet hast. Ich habe mich jedenfalls intensiver damit befasst als so ein Jungspund wie du. Hast du vielleicht eine Empfehlung für mich, was den Damen besonders gut gefällt? Normalerweise würde ich dir Sexpanther empfehlen. Aber nach dem Vorfall mit diesem Nachrichtensprecher ist das verboten. Für den Anfang empfehle ich dir eine Dusche, junger Mann. Eine lange Dusche. Du siehst aus, als wärst du seit den 80ern nicht mehr mit Wasser in Kontakt gekommen. Gibt es hier auch Stammkundschaft? Natürlich. Mach dir aber keine Hoffnung. Ich habe keine Bonuskarte für Dildos. Wäre aber eine gute Idee. Ich komme später wieder. Nicht wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein Blutzucker sind auch echt mies. Eine Einhornmaske. Oh, nee. Hey, du kannst das Einhorn nicht einfach so mitnehmen, Jungchen. Erst bezahlen. Aber es ist sowieso unverkäuflich, weil ich sonst keine mehr davon habe. Okay. Hey, weg da! Warum? Was ist da hinten? Gar nichts. Da hinten gibt es doch sicher die ganzen verbotenen Sauereien. So etwas gibt es hier nicht. Die Leisure Suite bietet alles, was das Herz oder ein anderes Körperteil begehrt. Aber das gehört doch offensichtlich auch zu diesem Laden. Nein, das ist alles. Also, mir wird hier noch ein Laden an diesem Ort angezeigt. Vorlautes Flittchen. Ach, was soll's. Ich verrate dir, was sich da hinten befindet. Komm mit und schau dir an, was ich für ein Doppelleben führe. Es ist ein Quickie-Mart. Warum ist der normale Laden im Hinterzimmer? Weil es mir zu peinlich ist. Ohne den Quickie-Mart hätte ich die Leisure Suite längst schließen müssen. Daran ist dieses Internet schuld. Jetzt, da die Leute die ganze nackte Haut einfach im Internet anschauen können, kommen sie nicht mehr hierher. Und wer die neutrale Verpackung erfunden hat, sollte sich auch was schämen. Jedenfalls kann ich mich nur über Wasser halten, weil ich auch diesen Laden habe. Also, du kennst jetzt mein schmutziges Geheimnis. Schau dich ruhig um. Ja, das ist meistens schon interessant. Kannst dich bedienen, Jungchen. Alle Kunden können sich einen gönnen. Das macht mich überhaupt nicht misstrauisch. Da ist schon einer. So bleibt er schön kühl. Gekühlter Flasche.
Ja, ich sag, da werden wir sie nicht lange aufhalten. Ah, scheiße, der wird jetzt auch wieder da. Okay. Du kannst das Einhorn nicht einfach so erst bezahlen. Aber es ist sowieso unverkäuflich, weil ich sonst keine mehr davon habe. Naja, ist schon gut, Lady. Ah, ja. Bleiben Sie fit im Feld und Forst auch. Aha, bitte, Herre. Bring that hit, baby, I'm your... Tuba Lover, magst du Musik? Better to hate, baby. I'm your Tuba Lover, magst du Musik? I'm your Turbo Laffer. Wenn das ein Anmachspruch werden sollte, war der ziemlich außergewöhnlich. Hey, danke! Das meinte ich jetzt nicht als... Ach, egal. Mein Name ist Larry. Larry Leffer. Stets zu Diensten. Lemmer. Lemmer Talica. Stets am Rocken. Ja, ich mag deinen Style. Gehst du mit mir aus? Ich mag deinen Style. Danke, du kannst ihn gerne imitieren. Aber ich mag deinen Retro-Look auch. Gehst du mit mir aus? Du verlierst keine Zeit, was? Mir gefällt das. Nach meinen Konzerten habe ich immer Lust, mich zu vergnügen. Was? Du verlierst keine Zeit. Was? Mit mir? Mit mir? Ja. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Ich brauche aber Groupies, die was aushalten. Deswegen matchst du mich also bei Timber? Nein, ich matche alle Leute, damit sie zu meinem Konzert kommen. Ach so. Wenn ich von etwas Ahnung habe, dann davon, wie man aufgeheizt und abkühlt. Ich bin kein Typ für schnelle Nummer. Willst du mich heiraten, Baby? Ja. Wenn man es direkt machen würde, wie ein Lehrer Lehrer wäre, würde man sagen, willst du mich heiraten? Haha. Willst du mich heiraten? Ich bin mit meiner Musik verheiratet, aber erstmal muss mein Gig überhaupt stattfinden. Es sind noch Plakate aufzuhängen und mein Drummer ist verschwunden. Ist nicht zum Soundcheck gekommen. Wollte in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand noch was trinken. Wenn mir der Name nur einfallen würde. Das mit den Plakaten kann ich gerne übernehmen. Oh, vielen Dank. Das würde mir sehr weiterhelfen. Hier, bitte. Man muss bedauerlicherweise manches Mal denken wie ein Lever Lever. Und das ist nicht einfach jeden Tag. Die Poster soll ich für Lemmer verteilen.
Da hängen Flyer. So, was haben wir da jetzt? Na ja, probieren wir es einmal. Und eins weniger. Ja. Vegan? Was meinen die denn damit? Ist das aus Pflanzen? Idiot. Ich mag Süßigkeiten. Kannst dich bedienen, dieser gratis. Haben wir vegane Lakritzenschnecke gekriegt. Das ist der Artidus. Das dürfen die Besitzer sein. Ist das ein Hut oder ein mutierter Pickel? Was ist das denn für ein Laden hier? Hallo. Willkommen im Salon de Lézard. Zwei Schuhe. Die individuellste, undergroundigste, hipste und veganste Bar der Stadt. Hier bekommst du alles, was du willst. Und alles ist glutenfrei. Gluten? Was soll das denn sein? Schmeckt das? Gleichmäßig atmen, Everett. Denk an Indien. Zwei Schwuchteln. Ach Gott. Schwitzt ihr nicht unter Bärten? Für eine Bar ist das hier ziemlich ordentlich. Schwitzt ihr nicht unter den Bärten? Schwitzt ihr nicht unter den Bärten? Überhaupt nicht. Wir haben uns vorhin schon gefragt, welcher unserer Bärte beeindruckender ist. Was meinst du? Naja, für mich jetzt, für mich gesehen. Passiert euch mal. Der braune Spitzbart ist hübsch, der goldene Gänsebart ist. Bartträger haben keine Pimmel. Bartträger haben kleine Pimmel. Naja, wenn du unbedingt deine Gender-Stereotypen vertiefen willst. Hä? Das sollte eine Beleidigung sein. Frag dich mal selbst, warum du meinst, uns beleidigen zu müssen. Hä? Naja, dann sagen wir. Der braune Spitzbart ist hübsch. Ha, ich hab's dir gesagt. Heilöl mit Nussextrakt. Pass auf, dass du mit dem Spitzbart niemandem das Auge ausstichst. Du bist ja nur neidisch, Blondie. Für mich gesehen, wo ist das? Ist das sowieso immer. Ich bin seit Jahren, dass ich mir das so mache, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Für eine Bar ist das hier ziemlich ordentlich. Oh, wir sind hier schon richtig Subkultur, finde ich. Unter der Wandfarbe sind total harte Graffiti. Ein Bier bitte. Sorry, unser Bio-Natural Pale Ale ist gerade aus. Wusstest du, dass natürliche Zutaten ohne Konservierungsstoffe ziemlich schnell verfaulen? Was habt ihr sonst auf dem Menü? Naja. Was habt ihr sonst so auf dem Menü? Wir haben Chai Latte, Maca Latte und normale Latte. Sag es nicht, Larry. Latte. Natürlich sagt er es doch. Alles mit Sojamilch natürlich. Außerdem Falafel und Halloumi-Sandwiches. Ja, Latte. Mehr Avocado-Gerichte, als ich jetzt hier aufzählen könnte. Alles regional und bio. Und glutenfreies Brot zum Ausprobieren. Also, was darf sein? Ich hätte gerne eine Latte. Das Brot gratis. Ach scheiße, wir müssen das Latte wirklich nehmen.
Scheiße. Ich hätte gern eine Latte. Sehr gern. Das macht dann $12. Was? Eine Latte bekomme ich woanders, aber billig. Oh, ich sehe gerade, dass die Sojamilch abgelaufen ist. Brauchst du die noch? Eigentlich schmeißen wir die weg für die Leute zum Containern. Aber na gut, hier. Ist das Brot gratis? Ja, das kommt irgendwie nicht so gut an. Deswegen bieten wir es zum Probieren an. Dann immer her damit. Ich hätte gern eine Latte. Sehr gern. Das macht dann $12. Was? Eine Latte bekomme ich woanders, aber billiger. ich glaube, ich will doch nichts. Na gut. Wir sehen uns später. Brauchen wir genug. Ich suche jetzt mal die abgelaufene Sojasauce gekriegt und das glutfreie Brot. Hin und wieder schauen wir auf Timber. Bäcker Butter. Oh je, yeah, Baby. Keine Sorge, die auf dem Foto ist meine Ex. Ein Fisch oder was? Maxim Bain, ich mag es hart. Ich hab's es gewusst. Ich hab's gewusst, so, dass die Pertuse 101. Ich habe schon orgasmiert, als ich euch noch ein Überraschungseinfachung. Ich habe es gewusst, dass die alte Nimi. Das ist fix. Die alte Nimi. Substil ist nicht mein Ding. Anita Dick. Nehmen wir. Finde ich. Oh Gott. Naja, wir müssen es leider alle nehmen momentan, weil wir brauchen, wie gesagt, für die Fate Punkte. Also das heißt, es wäre grundsätzlich gut, wenn wir alle nehmen oder alle nehmen. Ich will mit dir kiffen und alte Platten hören. Roller Girl, Brooke. So, jetzt schauen wir mal da. Green, richtig. Okay. Sorry Leute. 56 hat der. Mein kleiner Junge in der großen Stadt. Männlich, homosexuell. 19 Punkte. Wie funktioniert das hier, Musikerin? 42. ISBN, alles was du suchst. Bisexuell. Okay. Gut, dann werden wir doch hier weitermachen. Was haben wir da? Was für eine komische Blues. Ein hässlicher Lappen, auf dem man ein Gesicht erahnen kann. Manchmal wieder kurz. Schalter, ja. Glasvitrine. Die Geschichte Zümmler von Alfred Kitzler.
Whistler. Was für eine komische Blut. Okay. Mokka-Knolle. Auf der Karte steht Maka, ein natürliches Produkt mit vitalisierender Kraft. Maka, schön, Maka-Knolle. Ja. Was gibt's? Bis nachher. Gut, das ist glaube ich alles aufgehängt. Cool. Ach, scheiße, jetzt habe ich glaube ich irgendwas vergessen. Der ist doch geil. Hey, Finger weg! Das ist das teuerste Stück im ganzen Laden. Und unverkäuflich. Das ist doch nur ein Lappen. Nein, es ist das Grabtuch. Das Grabtuch von Jurin. Oh, okay, ich nehme es für $3. Okay, ich nehme es für $3. Bist du schwerhörig? Unverkäuflich. Warum? Was macht es besonders? Es ist das Laken, mit dem Freddy Quicksilver begraben wurde. Der vom legendären Live-Aids-Konzert. Für Fans von Queef ist es das größte Heiligtum. Einige unserer Gäste kommen nur her, um dem Grabtuch ihre Ehrerbietung zu erweisen. Die gibt's immer noch? Die gibt's immer noch? Ja, so richtig ernst kann man die nicht mehr nehmen. Früher waren die noch underground. Aber heute würdet ihr das Grabtuch gegen etwas eintauschen? Hm. Ich kann mir nur eins vorstellen, was uns mehr wert wäre als das Grabtuch von Jurin. Ich auch. Eine Polaroid. Was ist das denn? Die streng limitierte Vintage-Kamera von Prune, von der es nur ganz wenige Exemplare gibt. Die druckt direkt ein Foto aus und speichert es gar nicht digital ab. Jedes Foto ein Unikat. Die Bildqualität ist retromäßig total mies. Ist das nicht eine irre, revolutionäre Idee? BJ ist einfach ein Genie. Sicher. Ich schaue, ob ich eine auftreiben kann. Gut. Gut schauen. Darunter kann man nicht gehen. Aschenbecher. Mein Arzt hat mir verboten, den Aschenbecher herumzustochern. Ah, ich gut. Also ja, bin ein Dottel.
Posterwand kann man da nicht auf. So Plakat aufhängen. Bingo. Und eins weniger. Bingo! Bingo Bongo! Sportbildkamera. Nicht anfassen. Oh, Flashback. Okay, was wollt ihr jetzt wieder? Was geht's? Oh, ich bräuchte eine von dieser. Ich bräuchte eine von diesen Sofortbildkameras. Du meinst unsere Fruit Polaroid Vintage Collectors Edition? Sorry, Kumpel, aber die wird dein Budget echt übersteigen. Nachdem du aber bewiesen hast, dass du in der Lage bist, auch delikate Sachen zu besorgen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich habe echt keine Lust, noch mehr gebrauchte Frauenwäsche zu beschaffen. Nein, das meine ich nicht. Wir suchen schon ewig eine ganz seltene Actionfigur. Chuck von Fordersill, Chancellor Willis. Also, Chuck Norris ist das normal. Das ist der Bruce Willis. Larry Leffer, wir suchen die Sklavenprinzessin aus Sleaze-Wars. Aber nur die Version mit dem abnehmbaren Goldbikini. Ich halte die Augen offen. Ach Gott. Gut, da kann man nichts angeben. Da drinnen eigentlich, bei der Wedden. Da muss ja auch irgendwas geben. Da ist der Dick. Oh. Da war ja auch eine Posterwand. Die sieht man nämlich nicht, gell? Hey, was willst du da abladen? Das ist nur Werbung. Wofür? Für ein Rockkonzert. Für ein Rockkonzert? Wer interessiert sich denn heute noch für Rockkonzerte? Ich jedenfalls nicht. Okay. Hey, was willst du da abladen? Das ist nur Werbung. Wofür? Für ein neues Sexspiel. Oh, für ein neues Sexspielzeug? Oh, interessant. Zeig mal her. Das ist aber ein komisches Gerät. Gleb es ruhig hin. Und eins weniger. Hast du auch eine tolle Sexmaschine im Sortiment? Ja, habe ich selbst gebaut. Hatte damals einen Lover beim Straßenbauamt und bin billig an einen Presslufthammer gekommen. Ist inzwischen ziemlich verschlissen und hat eine dicke Kruste. Ein bekanntes Problem im Alter. Ich sollte jedenfalls wieder eine neue Sexmaschine bauen. Eine, die so richtig reinknallt. Danke für die Anregung, Kleine. Aber gern doch. Ich freue mich auf das Ergebnis. War eigentlich hinten aus, oder? Das kann ich. Nein, war doch nicht. Zum Kleben, Ankleben, meine ich. Gut, da war nichts, wirklich.
da eigentlich? Da hing mal ein Poster. Ja, probieren wir mal. Voilà. Und eins weniger. Da haben wir einen Fotoaufhänger. Und eins weniger. Sehr brav, Larry. Ich bin immer erleichtert, wenn ich Leute sehe, die sogar weniger Muskeln haben als ich. Hey! Also ich denke, ich bleib stark. Kann ich in das Fitnessstudio gehen? Klar, ist aber nur für Mitglieder. Was ist das Geheimnis für deinen stählernen Körper? Ist dir nicht entgangen, was? Natürlich muss man hart trainieren. Ich stelle mir jeden Tag das Eisen, aber ich habe noch ein Geheimrezept. Du rasierst dich nicht? Nein, ich trinke nur noch Proteinshakes. Du platzt ja bald. Also, bleib dran, du fachst das auch. Ach Gott. Oh, wie putzig. Damit könnte man bestimmt den Boden auswischen. Die Kugel hat eine interessante Musterung. Hey, das ist meine Bowlingkugel. Ja, beruhigt ihn wieder. Das beste Mittel gegen Sportverletzungen ist die Vermeidung von Sport. Es sind nur noch Desinfektionstücher im Verbandskasten. Oh, wie putzig. Damit könnte man bestimmt den Boden aufwischen. Na, kleiner Hundi, was hast du denn da für ein schönes Spielzeug? Oh, jetzt ist er traurig. Das macht ihn fast noch niedlicher. Fast. Dieses Gym ist ausschließlich für Mitglieder. Ja, ob sich fitte Menschen für Cocktopussy interessieren? Bleiben Sie fit im Feld und forst auch! Gut. Dann machen wir morgen weiter. Gut. Ciao, tschüssi.